Ja, hallo meine Zuschauer, herzlich willkommen zu diesem Video. Im heutigen Welded Tutorial wollen wir uns den Copy, den Flip, den Paste-Befehl angucken. Natürlich auch noch ein paar Zusätze dazu. Das heißt, wir würden uns auch noch den Rotate-Befehl natürlich angucken und auch den Cut-Befehl. Wenn jetzt alle denkt, okay, keine Ahnung, was der Typ da labert, keine Panik, ihr werdet gleich alle sehr gut informiert sein. Genau, anfangen wollen wir. Wir haben natürlich schon gelernt, wie wir Dinge markieren können und deswegen brauche ich da gar nicht viel erklären. Aber anfangen wollen wir mit Copy, Rotate und Paste. Ja? Grundlegendes zum Copy-Befehl. Also, kopieren könnt ihr alles, was ihr markiert. Das heißt, wenn ich jetzt diese Hälfte hier markiere oder diesen Viertel hier markiere, dann habe ich dieses Objekt kopiert. Also beziehungsweise markiert erstmal. Entschuldigung, markiert. Und wenn ich jetzt kopieren würde, würde ich alles, was innerhalb dieses Bereiches ist, würde ich dann automatisch kopieren. Ja? So klar und verständlich. Die Frage ist natürlich immer, wo ist denn, also wie platziere ich das dann am klügsten? Der Punkt ist, wenn ihr etwas kopiert, befindet ihr euch also beim Platzieren immer an dem gleichen Punkt. Ich will es einmal demonstrieren, wenn ich mich jetzt vor diesen, also ihr seht jetzt, ich stelle mich genau vor diesen Block, vor diesen schwarzen Block und drücke jetzt hier slash slash, gebe ich ein und dann copy. Ja, damit ist dieses ganze Ding kopiert, hier unten stehen dann 36 Blöcke sind kopiert. Wenn ich jetzt mal irgendwo anders hinfliege, beispielsweise nach hier drüben und gebe ein slash slash paste, dann seht ihr, wird dieses Teil genau hier wieder erstellt, wo ich kopiert habe. Ja, das funktioniert immer wieder anders. Das heißt, wenn ich mich jetzt mal hier oben hinstelle, da wo dieser markierte Bereich ist, und gebe jetzt hier mal Copy ein, ja, und würde es jetzt nochmal platzieren wollen, dann würde ich es dementsprechend genau wieder hier also positionieren. Ja, immer von der relativen Position zu dem Objekt, immer wieder. Ja. Sowohl, was ich noch erklären will, kopieren müsst ihr nur einmal, platzieren könnt ihr immer wieder. Das heißt, euer Speicher wird nicht gelöscht, sobald ihr hier etwas gepastet habt. Mit dem Befehl Undo könnt ihr das natürlich wieder rückgängig machen. Ja, Redo wieder hinmachen. Genau, jetzt wollen wir aber etwas rotieren. Um etwas rotieren zu können, und besten, wenn was kreisförmig ist natürlich, ist es sehr sinnvoll, wenn wir damit uns in die Mitte stellen, um es eben einmal um uns selbst rumzudrehen. Ja, wenn wir hier stehen, einmal um uns rum. Genau, der Punkt ist genau hier. Ja, hier ist der Mittelpunkt. Und ich würde mich dann einfach hier auf diesen Block draufstellen, beispielsweise, wenn ich weiß, das ist die Mitte, und würde dann eingeben, slash slash copy. Damit habe ich das Ding jetzt kopiert. Und wenn wir jetzt mal irgendwo anders uns hier auf den Boden stellen würden, würden wir dann merken, wenn ich jetzt hier Paste eingebe, wird das in den Boden platziert, weil ich eben genau hier, drauf stand. So. Wenn ich jetzt natürlich hier in der Luft eingebe, dann wird es auch einen Block wieder unter mir erscheinen. Also ihr seht, das ist immer genau die relative Position zum Ding. Deswegen lassen wir mal, kommen wir später mal drauf zurück. Genau. So. Jetzt haben wir das hier kopiert, stellen es wieder hier drauf. Jetzt wird das ganze Ding rotiert. Wir müssen zum Rotieren nicht hier drauf stehen. Das ist scheißegal, wo wir stehen. Wichtig ist nur, dass wir die Position wieder einnehmen. Denn wir geben jetzt ein slash slash rotate. Also jetzt ein bisschen mathematisch, jetzt kann man Gradzahlen eingeben. Ja, 90 Grad, man kann 270 Grad eingeben, man kann eigentlich auch sogar 30 Grad eingeben. Ich mache das jetzt mal ganz kurz. Ich werde jetzt einmal das mit 30 Grad rotieren. Ihr werdet merken, das Muster ist ein bisschen verkümmert jetzt. Das ist ein bisschen kaputt. Ja, das sieht dann so aus. Würde ich nicht empfehlen. Validate kann natürlich in kleineren Gradzahlen rotieren. Sieht nun meistens nicht gut aus. Deswegen, wir kopieren das ganze Ding nochmal neu, beziehungsweise wir machen es anders. Validate summiert das. Das heißt, wir haben das Ganze jetzt 30 Grad rotiert. Jetzt probieren wir das mal aus. Wenn wir weitere 60 Grad rotieren, sollte es eigentlich um 90 Grad rotiert worden sein. Das probieren wir gerade mal aus. Wir kriegen jetzt wieder Paste ein und schwupps, haben wir hier das rüber kopiert. Jetzt haben wir hier einmal 90 Grad kopiert. Jetzt machen wir nochmal Rotate, nochmal 90. Dann haben wir nämlich 180. Nochmal Paste ergeben, zack, ist es da drüben. Und wenn wir jetzt nochmal 90 eingeben, bekommen wir natürlich die restlichen 270 und dann sieht so aus. Die 360 haben wir natürlich hier schon. Und dann haben wir dieses Muster rundherum kopiert. Sieht ein bisschen aus wie ein kleines Kleeblatt. Genau, perfekt. Jetzt gibt es aber Formen, die sind nicht rund. Beispielsweise sowas hier. Oder eine Kathedrale, ja, wenn ihr eine Hälfte der Kathedrale bauen wollt. Da kann man natürlich mit dem Rotierbefehl nicht viel machen. Was wir jetzt mal hier machen, ich will jetzt diese Hälfte hier drüben hin haben. Jetzt bringt mir Rotieren nur nichts. Wenn ich jetzt mich hier drauf stelle, gebe Copy an. Kurz gucken, dass ihr die Markierung seht, das ist die Markierung. Gebe Copy ein und mache jetzt slash slash rotate. Ja, und wieder 90 beispielsweise, dann würdet ihr merken, da stimmt was nicht. Das funktioniert leider so nicht. Es gibt aber andere Hilfsmittel. Ja? Wir kopieren das Ding jetzt noch einmal und dann gibt es den sogenannten Flip-Befehl. Der Flip-Befehl spiegelt Dinge. Ja? An einer Achse. Ihr müsst natürlich eine Spiegelachse, auch bei uns wieder der schwarze Punkt. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier hinstelle, habe das Ding kopiert, ja, hier drauf kopieren, so, und gucke jetzt in diese Richtung und gebe ein slash slash flip. Dann sage ich ihm, er soll von dieser Position aus hier, wo ich stehe, alles einmal rumflippen.
Ja? Und wenn ich jetzt Paste eingebe, werdet ihr merken, ist das Muster einmal auf die andere Seite gespiegelt worden. Wenn ich jetzt diese Seite hier drüben hin haben will, könnte ich natürlich rotieren. Ja? Also ich zeige mal, manchmal ergänzen sich Flip und Rotate. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt mich hier kurz drauf stelle, kann ich jetzt sagen, ich kopiere das Ding einmal, slash copy. Ja? Dann gebe ich hier, gucke ich in die Richtung, gebe slash flip ein und dann slash paste. Ja? Und dann habe ich dieses Ding einmal vervollständigt. Andererseits könnte ich aber auch sagen, slash copy. So, slash copy. Und dann gebe ich einfach ein slash, wo wir denn rotate 180. Ja? Und dann paste. Dann würde in diesem Fall jetzt genau das gleiche rauskommen. Ja? Aber flippen und so, manchmal, nicht immer, sind flippen und rotieren das gleiche. Wenn ihr jetzt aber einen Schiffsrumpf habt, einen Schiffsrumpf, der vorne anders ist als hinten, dann rotiert ihr die Hinterseite, also rotiert ihr die Seite nach da drüben und die Seite nach da. Ja, das heißt, ihr habt das Schiff halbiert und dann falsch herum zusammengesteckt. Deswegen ist bei Schiffen beispielsweise flippen eigentlich immer das einzige Mittel, was ihr machen könnt. Jetzt kommen wir mal zu etwas Praktischem. Ich habe jetzt hier mal eine Gebäudefassade gebaut und diese Gebäudefassade wollen wir jetzt mal auf diese Position hier stellen. Dafür werden wir ein bisschen rotieren und wir nehmen jetzt diese Gebäudewand hier mal. Ich markiere mir die jetzt mal, müssen wir noch einen Hilfsblock setzen und dann kopieren wir die mal an der Stelle, die wir uns merken können. Wir machen das jetzt mal genau hier vor dieser Slab. Ja? Geben wir mal ein Copy. So. Wenn ich jetzt hier kopiere, wir machen es hier drüben, damit ihr ein bisschen was seht. Kopieren es jetzt hier am linken Stamm. Ja? Das hier ist der linke Stamm. Wenn ich jetzt hier hingehe und sage hier Paste, seht ihr, ist das automatisch hier hinplatziert worden. Jetzt gehe ich nochmal an den Stamm hier, weil das der linke Stamm von dem Teil ist und gebe wieder hier ein Paste. Habe ich die Seiten markiert. Wenn ich jetzt hier drüben, wenn ich jetzt das Ding rotiere, das rotiert sich übrigens immer von links nach rechts, also rechts rum. Das heißt, wenn ich drauf gucke, rotiert sich das Ding einmal rechts rum, rotiert sich dieses Objekt von dem Punkt hier aus. Ja? Das heißt, alles flippt hier rum. Das heißt, wenn vorher alles, ich versuche es einmal kurz aufzuzeigen, wenn das jetzt mein Punkt ist, wo ich stand und vorher alles so war, wird es, nachdem ich es rotiert habe, wird das alles so hier aussehen. Ja? Das flippte sich einmal rum. Nur, dass ihr mal kurz geklärt habt. Dazu, den großen Wollhaufen da drüben, kommen wir später nochmal. Ja? So wird sich das einmal rumflippen und deswegen geben wir auch rumkopieren. Deswegen gibt mir auch einmal einfach ein Rotate 90. Ja? Und dann ist es eigentlich recht klar, wo wir es hinstellen müssen. Rotate 90 heißt einmal alles nach rechts gekippt, stellen wir uns genau hier hin und geben ein slash paste. Ja? Jetzt haben wir nur das Problem, dass hier die Seite weggepastet worden ist. Ganz einfach, warum? Weil wir hier Luft haben. Ja? Zu dem Problem, das ist natürlich hier auch sehr anschaulich, kommen wir da drüben nochmal. Es gibt nämlich noch eine klitzekleine Änderung, die man machen können. Ja, deswegen sagt man ganz kurz undo. Und ich sage einmal, zeige es euch mal kurz, es gibt nämlich den sogenannten Paste-Befehl mit einem Leerzeichen, einem minus A, einem minus A. Paste minus A bedeutet also platzieren minus Luft, also A für R. Ja? Und wenn wir das eingeben, werdet ihr sehen, dass er alles Blöcke platziert, aber das hier bleibt vorhanden. Ja? Weil dieser Streifen, ja, wenn ihr hier drauf guckt, ist nach rechts gekippt. Dieser Streifen, dieser Punkt hier wäre eigentlich eine Säule Luft gewesen. Und durch Paste minus A wurde jetzt diese Säule Luft einfach weggespart. Ganz einfach und ganz logisch sieht man es hier drüben. Wir wollen jetzt diese Form hier reinbauen. Ja? Jetzt wollen wir die reinkopieren. Wir machen das jetzt mal. Wir nehmen jetzt mal diese Form und kopieren die da rein. Ihr seht das so. Jetzt sage ich, ich stelle mich mal hier hin und sage, okay, slash copy. So, jetzt muss ich mich natürlich die gleiche Stelle finden, das wäre dann genau hier. Und sage jetzt hier, okay, slash paste. Was passiert? Natürlich, die Form wird platziert, aber die ganzen restlichen Blöcke verschwinden. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck des Ganzen. So, da hilft auch natürlich wieder paste minus a. Ihr werdet sehen, das Ding wird hier eingefügt und die restlichen Blöcke bleiben vorhanden, weil alle Stellen, wo Luft sind, einfach nicht platziert werden. Ja, Luft wird immer mitkopiert. Das heißt, wenn ihr nicht wollt, also wenn ihr gerade Gebäude oder so irgendwo sauber einfügen wollt, ohne dass andere Gebäude mitkopiert haben, dann also mit zerstören, dann ist sowas immer die sicherste Variante. Vor allem, wenn ich irgendwie nicht ungefähr weiß, wie groß es ist und markiere ein bisschen mehr, als ich bräuchte, beispielsweise so, dann wäre das egal. Ja, ich könnte mich dann trotzdem genau hier hinstellen, könnte dann sagen, Copy, könnte dann mich natürlich drüben hinstellen, Paste-A, und dann werden nur volle Blöcke genommen, alles, was Luft ist, bleibt weg. Ja? Genau. Was ich noch erzählen wollte, es gibt nicht nur den Copy-Befehl, es gibt auch noch einen weiteren Befehl, den man benutzen kann, um Dinge zu kopieren. Denn normalerweise, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte dieses Objekt hier weghaben, ich mache mal ganz kurz an nochmal. Ja. Wenn ich jetzt dieses Objekt hier dann weghaben will, also das heißt, ich würde es einfügen da drüben, es würde dann so aussehen, und dann sage ich hier Set 0.
Das heißt, ich muss es dann nachträglich nochmal entfernen. Das ist meistens ein bisschen doof, deswegen kann man auch hier hingehen und kann sagen, ich gebe jetzt ein /cut. Cut für ausschneiden, dann wird das Ganze ausgeschnitten und dann kann ich mich wieder hier drüben hinstellen, kann sagen /paste-a und dann ist es hier drüben dementsprechend drin. Was übrigens geht, ist, dass ich danach auch mehrmals platzieren kann. Also wenn ich es einmal ausgeschnitten habe, kann ich es mir wieder einfügen. Ist genauso wie beim Computer auch. Ja, da gibt ihr auch einmal da gibt ihr auch Steuerung C ein, da könnt ihr so oft Steuerung V drücken, wie ihr wollt. Gut, das wäre es so weit gewesen. Übrigens, was ich noch sagen wollte, dieses Paste-A wäre auch hier hinten der Fall gewesen. Das heißt, wenn ich jetzt gewollt hätte, dass diese Erdblöcke hier noch voll bleiben, hätte ich auch einfach Paste-A eingegeben, dann wäre die Luft weggeblieben und es wäre perfekt drin. Gut, ich denke auf jeden Fall, das waren so die wichtigsten Befehle rund ums Kopieren, ums Einfügen. Probiert ein bisschen aus, auch so Formen ein bisschen zu kopieren, irgendwie sowas. Das hilft auf jeden Fall ein bisschen zu testen und bedenkt immer, dass eure Sachen immer genau dort eingefügt werden, wo ihr auch steht. Denn wenn ich jetzt ein Gebäude hier unten das Ding markiere und stelle mich hier in die Luft und kopiere es das und stelle mich dann hier auf den Boden und will es platzieren, ist es irgendwo mitten im Untergrund versunken. Deshalb immer ein bisschen aufpassen und immer genau gucken, wo ihr euch hingestellt habt. Gut, das wäre es auf jeden Fall von mir gewesen. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen, war hilfreich. Wenn es nicht hilfreich war oder euch nicht gefallen hat, lasst mir das gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten natürlich auch bei Fragen auch alles gerne in die Kommentare. Ich wünsche auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Bleibt mir auf jeden Fall gewogen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich sage tschüss, bis dahin und ciao.